Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS 19 im DNLS 19 King Challenge Projekt zusammen mit dem Schwabbel. Moin. Ja. Sorry, dass die letzte Folge so kurz war. Wie gesagt, den Hund geht's nicht so gut. Er übergibt sich, er hat Durchfall und keine Ahnung was. Und ihr könnt es ja wohl verstehen, dass ich das nicht hier so liegen lassen kann. Und deswegen muss ich die Folge beenden. Deswegen muss ich auch während der Folge auch ein paar Mal weg. Ich lade sie trotzdem hoch. Vielleicht findet sie ja der ein oder andere ja doch lustig oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Entschuldigung dafür. Ja. Liegen lassen. Ja, Chef. Ja. Hast du was zu tun? Ja. Was hast du zu tun? Zum LU. Achso. Das heißt, sie können beiden machen. Was machst du Schönes beim LU, wenn ich fragen darf? Ich kauf was. Du kaufst was? Ja. Wir haben nur 26.000, denk dran, ne? Ja. Ich wollte es bloß sagen. Ah, du machst es schon. Da gehe ich von aus. Kaufst du Hundestreu? So, dann wollen wir mal eben schon mit der Dispo reden. Viel Spaß. Ach, wo bleiben sie denn? Guten Tag. Hallo. Ich würde ganz gerne Mais kaufen. Habt ihr sowas? Für was? Ich möchte daraus CCM machen. Muss jetzt zuerst abklären, ob wir das überhaupt führen in unserem Sortiment. Führt ihr? Dann kann ich Ihnen Rücksprache geben. Ja, okay. Wie lange dauert das? Etwa 2 Tage, hätte ich gesagt. 2 Tage? Ja, ich bin hier beim Landhandel. Ach so, ja, oh, das, ja, verstehe ich. Kostet der Diesel ja auch 1 Million Euro der Liter? Nein, 2. Das ist wirklich hier der Landhandel. Vielen lieben Dank, ich warte dann bis später. Ja, tschüss. Ciao. Was los, Chef? Nix. Erzähl dir nichts mehr. Warum denn nicht? Weil du eine Quatschtante bist. Was? Stimmt doch gar nicht. Nein, ich bin bei Melo, ich kauf Mais. Ich möchte noch einmal ein bisschen Mais-Silage machen, bevor wir da hinten zudecken. Es ist schon zugedeckt. Warum? Weil wir gleich spulen. Ah, okay, hast recht. Ja, scheiße, dann fahre ich hier wieder zurück. Dann kaufen wir halt kein Mais. Kannst du Mais kaufen, wenn du willst. Nee. Wir müssen das dann nachher erstmal da raus karren. Ja, und verkaufen. Das bringt nämlich auch wieder knapp 80.000. Wollen wir hoffen? Ja, natürlich. 1790 beim LU. 37.000 Liter oder 38.000 haben wir drin. Sind knapp 80.000. Das nicht ist ganz. Gut. 70, 75 oder sowas sind das. Ja. Hast du Auftrag abgegeben für Felder zum Anpflanzen und sowas? Ja, habe ich gemacht. Hast du auch gesagt, die sollen pflügen, wenn ein Feld gepflügt werden muss? Habe ich gesagt. Hast du auch gesagt, dass die gedüngt werden? Nein. Habe ich gefragt, müssen wir jedes Mal neu anrufen, hat er gesagt. Was? Also, ich habe jetzt Feld 124, 116 aufgegeben zum Pflügen. Das machen die gerade. Okay. So, dann habe ich den Auftrag gegeben, Feld 124 Mais ansehen.
Ja, okay, oh, das ist doch super, dann kommen wir ja so lange ran. Feld 116 habe ich gesagt, Klee. Ja, okay. Na, so, dann habe ich gesagt, die Ballen einsammeln bei uns oben am Hof. Ja. Und ich habe gesagt, da hat er auch gesagt, das vertagen wir, wenn wir auf der 51 unten Ballen gepresst haben, dass sie die auch einsammeln sollen. Ja. Und dann habe ich halt gefragt, wie das aussieht, ob wir gleich auch in Auftrag geben können, halt düngen, kalken, nach eigenen Ermessen. Von der EU, da habe ich gesagt, nein. Wenn wir das machen, gemacht haben lassen wollen, sollen wir anrufen und denen die Aufträge jeweils geben, wenn die Zeit dazu ist. Ja. Weil die tun nicht von sich aus drauf schauen und das dann machen. Okay. Jetzt ist bloß die Frage, Chef, tatsächlich, ja, ob wir weiterhin Ballen selber pressen wollen oder ob wir es jetzt alles von der EU machen lassen. Ja. Weil sonst hätte ich nämlich dann tatsächlich gesagt, dass wir aber zumindest eine Presse wieder verkaufen. Komm, eine gehen wir verkaufen. Aber dann ruf erst bitte bei den Kontrahenten an. Ja, klar. Ob die kaufen wollen. Ja. Sonst gibt's da wieder. Aber fahr erst bitte runter zum Händler und guck, was die wert ist, bevor die... Na, weißt du ja, kennst ja das Spiel. Aus deinen früheren Challenges. Ja. Ja, weil dann können wir nämlich dann auf der 51 selber pressen und aber die auch pressen lassen. Warte mal, die mit dem pinken, die ist nicht so alt wie die mit dem grünen. Genau. Dann fahre ich die mit dem pinken nämlich runter, weil da würden wir dann ja, mehr Geld kriegen. Ja. Genau, jetzt mal eben kurz eine kleine Frage wegen Waschen. Ja. Oh, hier ist ja aber noch Gras drin, ne? Ja, was soll man machen? Wenn nicht, muss der halt kurz rüberkommen zu mir, zur 51. Und einen Ball pressen. Ja, das würde ich machen, weil das sind 1741 Liter, das ist. Ja, dann komm kurz rüber, press noch ein, versuch, dass du auf Null rauskommst. Und dann hauen wir die weg. Und was ist mit Waschen? Wenn wir die waschen, gibt es da mehr Geld? Nee. Okay. Das ist nur Textur. Okay. Der Dreck. Also meines Wissens. Vielleicht kriege ich jetzt auch wieder in den Kommentaren, wäre ich komplett gesteinigt jetzt, wenn ich das sage, aber... Steinigt ihn. Meines Wissens. Ach so, da fällt mir wieder was ein, meine lieben Freunde, ganz kurz. Es kommen gerade sehr, sehr viele neue Zuschauer, auch vom Commander und so vorbei. Ich spiele sehr, sehr gerne LS, aber ich spiele LS so, wie ich Bock habe. Ich gehe nicht so voll hardcore auf Realismus oder sowas. Bin ich noch nie, ist mein Kanal auch nicht. Und wenn ihr hier volle Pulle auf Realismus steht, dann muss ich euch leider enttäuschen und euch andere Kanäle müsst ihr euch da raussuchen. Das wird bei mir nie passieren. Nie. Ich spiele so, wie ich Spaß hatte. Ich hatte da letztens so einen kleinen komischen Typen in die Kommentare. Der hat, da habe ich gesagt, er soll mal ein bisschen runterfahren. Es ist, hier der LS19, ein Videospiel und so, da sagt er, nein, das ist ein Simulator und wenn uns eins gezeigt hat, am 11. September ist es das Simulatoren, dass man dadurch fliegen lernen kann. Da weißt du schon ganz genau, wo es da lang geht also bei solchen Typen. Das muss ich auch nochmal eben ganz kurz dabei sagen, meine lieben Freunde. Ich weiß, also das war ein sehr, sehr schrecklich, jetzt habe ich dabei gelacht, Entschuldigung. Das war ein sehr, sehr schreckliches Ereignis, was da am 11. September passiert ist. Bitte benutzt sowas nie in einer Diskussion bei MLS. Da sagen alle Leute zu euch da oben in den Stübchen, da funzt was nicht richtig. Da sind Menschen gestorben, da sind Kinder gestorben, da haben Familien, sind dadurch auseinandergebrochen und so. Ihr könnt das gerne machen, wenn ihr das möchtet, aber schreibt solche Vergleiche bitte nicht bei mir in die Kommentare und ich macht sowas nicht. Also beim besten Willen, das ist eine ganz grausame Geschichte. Das sollte man nie als Diskussionsgrundlage nehmen, aber man sollte so ein Ding auch nie vergessen. Aber redet darüber nicht, als wenn... Keine Ahnung. Tut es bitte nicht. Ja. Guten Tag. Hallo! Wir verkaufen keinen Mais als solches. Was? Machen wir nicht, nein. Geht nur um selbst angesäte Produkte von Ihnen, euch. Verkaufen machen wir da nichts.
Okay. Das ist natürlich sehr schade, dass sie das nicht tun. Jetzt hätten die ja richtig Geld bei mir verdienen können, ne? Aber erzählen Sie diesen geheimen Trick niemals meinen Kontrahenten, ne? Nein, das Hallo? passiert nicht. Moinsen! Boah, was schreit sie mir denn so ins Ohr? Was ist hier los? Herr Friesi, ich wollte mich doch nochmal zurückmelden. Ja, Wilma, was geht denn ab bei dir? Ja, erzähl doch mal. Ich Was geht denn so? hab deine sexy Stimme, habe ich sowas von vermisst, das kannst du dir Ich gar nicht dachte mir vorstellen. schon sowas. Wie kann ich dir helfen? Ja, wie sieht's denn aus? Du mit Geld und so. Was, wie ist denn, für welche Info brauchst du, was gibst du was für Geld? Ich habe mich darum umentschieden, gar nicht mehr. Oh, weil? Es ist mir zu schwammig mit dir. Ist zu schwammig. Ich würde dich vorher lieber eher besser kennenlernen. Besser kennenlernen. Wieso Ja. fährst du denn hier über unser Feld rüber? Ich, weil ich mich verfahren habe. Herr Fritzl, Notfall. Ach ja. Bleiben Sie kurz dran, Wilma. Ja, bitte. Könnten Sie bitte mal dringend zu 124 fahren? Ja, kann ich. Ich wollte eigentlich zu 51, aber ja, ich komme eben zu 124. Nun warte doch mal. Hallo. Ich warte. Ich komme sofort. Ich komme sofort. Seit wann hast du denn lila Ballenpresse, sag mal? Die haben wir doch damals für euch da geholt. Das war Moment, komm. pink. Der ist doch pink. Achso, das sieht aus wie lila. Das sieht aus wie unsere. Ist es unsere? Hast du unsere geklaut? Bist du Nein! Nein. Na, ehrlich nicht, oder? Warte mal eben. Warte mal, ist es pink oder ist es lila? Nee, das ist meine. Das ist meine. Okay, das ist dann. Ich habe gerade noch mal Okay, nachgeschaut. okay. Also, wenn das jetzt so gewesen wäre, dann wäre es wirklich ein ganz, ganz dummer Zufall gewesen, ey. Oha, oha. Was hast du denn vor? Sag mal. Wieder Ball machen, ja? Nee, ehrlich gesagt wollte ich damit mal eben zum Händler fahren, gucken, wie viel die noch wert ist. Und dann wollte ich euch anrufen, ob ihr die kaufen wollt. Und sonst hätte ich die nämlich verkauft. Ach so, ja. Weiß ja, nichts verkaufen, ohne dass wir das wissen, ne? Ja. Ja. Kennst die Regeln. Kenne ich, kenne ich. Also wird das nichts mit uns beiden jetzt mehr, oder was? Also auf dieser geschäftlichen Ebene nicht mehr, aber wir können ganz gerne auf einer anderen geschäftlichen Ebene zusammenarbeiten. Die da wäre? Freundschaft plus. Ui. 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 Ja, also. Ne? Ich meine, ich stehe nicht so auf grün, ne? Wenn du das nächste Mal ein anderes Hemd anhast, vielleicht. Okay, was für ein Hemd würde denn zustellen? Jetzt sag nicht lila, ey. Lila. Lila fühle ich. Okay, dann werde ich mir da mal ein paar Gedanken drüber machen. Ja. Und hier vielleicht so ein Fancap oder so? Chef? Ja? Pass auf, ja, falls du wieder mit Wilma redest, die ist absolut famegeil. Die will bloß, dass du ihr Instagram pusht. Für Freundschaft Plus pushe ich hier sogar noch was anderes. Kleiner Witz, kleiner Witz, Leute. So. Ja, Ja, ja. nee, also lila wäre gar nicht so verkehrt. Und Fan. Halt so ein Fancap. Guck mal. Sieht doch hübsch aus, oder? Das ist die hübscheste Cappy, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich dachte mir sowas. Ja. Ja, wie gesagt, melde dich sonst einfach. Ja, Wenn du mal Bock hast, melde dich und dann mach kriegen wir ich. das hin. Denke Alles ich auch, klar. denke ich auch. Udi, weitermachen, ne? Ja, du auch. Ja, bis dann Alles dann. klar, bis dann. Jo, ciao. Ciao. Hab schon einen schönen Folgentitel. Schwammel, hör auf, mich anzustupsen. Da liest doch, was ich gestupst habe. Ja, nee, das lese ich nicht, das zeige ich jetzt. Ja, das war so da. Hier. Ey, hast du Bock auf Freundschaft Plus? Ich bin Fangeil. So, ich muss zu Feld 124. Und dann Ja, viel Spaß. muss ich erstmal über den See da, über den Fluss darüber, meine ich. Ja, am besten nicht durchfahren. Nee. Ich dachte, das auf Karte sah so aus wie eine Straße. Tja, habe ich am Anfang auch gedacht. Deswegen war ich auf Richtig dicke Autobahn. deren Feld. Ja. So.
Da bin ich jetzt mal gespannt, was da abgeht. Da. Was wollen die denn von mir? Das war mal selbst, Chef. Sepp Müller. Was ist? Danke, Freezy. Doch. Ist was? Ja, was willst du? Wie, was ich will? Ja, ich soll hier zu Feld 124 kommen. Ich bin hier, was ist? Ich weiß nichts davon. Warum? Sind Sie zufrieden, Herr Fritzl, mit der Arbeit? Ach du Scheiße, das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ey, pack das Ding da weg und hol das Große, Alter. Seid ihr bescheuert? Ich hab den Auftrag bekommen mit Flügen. Was mache ich? Mit dem Fiat? Ja, Schwabbel hat es so gesagt. Flügen. Da haben wir gesagt, Flügen gut machen wir so. Ich arbeite mal weiter, sonst werde ich nicht mehr fertig. Ja, das machen wir so. Alle zurück an die Arbeit, bitte. Sama! Ey! Chef, ich hab Tiefenlagerung gesagt. Glaub mir. Schwabbel, ich trick dir so was von. Ich hab Tiefenlagerung gesagt! Das kannst du dir nicht vorstellen. Nee, das glaube ich nämlich nicht. Jetzt fängst du an, mich zu marvelieren. Du hast das mit deinem Fiat und da weißt du, was das hier für ein Flug ist, Junge. Da kannst du per Hand ziehen. Da kannst du einen Bobbycar nehmen und mit den Beinen drüber rutschen. Da ist es schneller. Dann bist du damit am Flügen. Wir sind ja nicht bei True Farming. Hey, ich tritt dir in die Eier, wenn du mich hier besorgst. Schwabbel! Ich will das Ding hier gewinnen! Ja, ich auch. Du grubst da jetzt an und dann wird das geklärt. Ansonsten knallt das hier ganz gewaltig. Ey, ich hab den gesagt, Tiefenlagern. Nee, das sieht genau nach Schwabbelding aus. Nein. Doch. Nee, hör auf zu labern, Junge. Wir sind hier nicht im... Wir machen ja nicht True Farming. Bei True Farming hätte ich das gemacht, ja. Unfassbar. Eigenes Teammitglied sabotiert. Schreibt mal alle in die Kommentare. Hashtag 31er. Ja, genau. Vielleicht wäre noch besser Hashtag Schwabbel31. Ja. Nein. Hashtag Schwabbel31. Nein, Domme, ich sag dir, das ist auf deinen Scheiß Mist gewachsen. Gib's zu, endlich. Das war ich nicht. Oder irgendeiner von deinen Mitarbeitern hat sich das ausgedacht. Warte mal, ich muss schauen. Du schießt mich jetzt nicht aus dem Channel raus, ich sag dir. Ah, da steht, da ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen, da steht Tiefenlockern, nicht Flügen. Ach so, ja, Freezy, ja? Ihr braucht keine Angst vor Schwabbel haben, ich beschütze euch da schon, macht euch mal keine Sorgen. Das habe ich nicht gesagt. Und jetzt ist schon nach 22 Uhr, jetzt arbeiten die nicht mehr, jetzt haben die ein halbes Feld mit dem Fiat da angebumst, Alter, und jetzt haben die Feierabend, dafür wirst du büßen, Junge. Da kann ich nichts dafür, verdammt nochmal. Es ist nach 22 Uhr, da kann ich jetzt... Ach nee, es ist Real Life noch nicht nach 22 Uhr, kann ich noch nichts mit Schimpfwörter sagen wegen Ü18. Also wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend und wir hören uns. Ja, tschüss. Schwabbel, also ernsthaft. Ich hab das nicht gemacht. Ey, komm, lass das hier in dem Projekt sein. Ich hab das nicht gemacht. Ehrlich nicht. Das sieht aber echt nach so einer Schwabbel aus. Ja, ich weiß. Weil das halt so von True Farming her rührt. Weil ich das in True Farming mit dir immer mache. Aber das habe ich wirklich nicht gemacht. Er hat mich gefragt, weil ich Pflügen gesagt habe. Da ich gesagt, nein, Tiefenlockern. Entschuldige bitte. Ich meine Tiefenlockern mit dem großen Gerät. Ich fange doch hier nicht an und sage dir, die sollen mit einem Pflug. Wahrscheinlich so ein Zweischarpflug dieses Feld abmachen. Entschuldigung, Vierscharpflug. Vierscharpflug mit Fiat, das ist ja krass, dass er das schafft. Ach, hallo, der Fiat hat 130 Meter oder so. Klär das und deine Scheiße da und ich bin mal eben mit Ballen da am Verhandeln. Ja. Mann. Deke? Ja, moin. Willst du einen dritten Mann haben? Ich verkauf dir meinen Schwabbel. Du verkaufst ihn? Ich verkauf ihn. Also wenn du ihn loswerden willst, warum verschenkst du ihn denn nicht? Ja, ein bisschen Geld muss ich für den auch noch reinkriegen. Es wird nicht teuer sein, gib mir einen Hundi und dann gehört er dir.
Huni, ja, nimm ihn mit. Dann kann er hier die Grashalme einzeln sehen. Mehr ja, macht er bei mir auch nicht. Und dann würde ich da hinkommen und dann würde ich die Grashalme, wenn er gerade am Zehen ist, würde ich die platt treten, Alter. Ohne Scheiß. Weißt du, was der gemacht hat? Nee, warte. Ja, aber jetzt erzähle ich dir was. Aber nicht, dass du anfängst zu frieren. Geht der zum LU und beauftragt mit dem Fiat, mit einem Vierscharflug, meine riesen Felder zu pflügen? Ja, ist doch hervorragend. Hat er doch alles richtig gemacht. Ja, dass er für dich alles richtig gemacht hat, das weiß ich schon. Kann doch nicht wahr sein, oder? Nee, alles richtig gemacht. Ja, pass auf, willst du eine Ballenpresse kaufen? Eine Ballenpresse? Ja. Was denn für eine? Vicon Fast Bale. Vicon Fast Bale. Okay. Betriebszeit 1 Stunde und 10 Minuten. Boah, für 30.000 nehme ich sie dir ab. Nee, 100.000 ist deine. Nee, mehr wie 40 kriegst du dafür nicht. Dann, wer weiß, was ihr damit getrieben habt. Ja, gar nichts. Die hat aber, vielleicht ist das ja gut für deine Wilma, mit der habe ich auch bald Freundschaft Plus, da ist pinke Ballenwicklung drauf. Ja gut, die brauchst du ja nicht. Wir haben ja jetzt lila. Ah, okay. Die will ja unbedingt lila. Sie ist ja lila, weißt du? Lila. Also wenn du irgendwann mal was Gutes tun willst, lila. Ja, pass auf. Wenn du mir 100.000 gibst, dann mache ich sogar noch lila Folie drauf. Wie gesagt, also für 40, ich weiß nicht, was ihr damit getrieben habt. Wahrscheinlich ist da Dämpfer im Arsch, die Wickelfolie ist leer, ich muss alles neu kaufen. Ach, und dann, Quatsch. Dann bin ich bei 150 am Ende. Nee, komm. Nee, willst du nicht? Nee. Okay. Kannst du nochmal nee sagen? Zweimal muss reichen, oder? Nee, kennst du das mit Zoan? Ja. Wie heißt der Film hier? Leg dich nicht mit Zoan an. Nee, ja, genau, leg dich nicht mit Zoan an. Ja. Ja, da kommt doch auch hier, wo die zwei Brüder da so stehen. Nee. Und da sagt doch hier der eine so, was war das denn? War das ein Motorboot oder was? Ich hab mich so bepisst vor Lachen. Das ist die geilste Stelle im Film, ey. Ja gut, aber wenn du nicht haben willst, ich hab verkauft. Ja, dann kannst du gerne verkaufen, das Ding. Okay. Schmeiß weg. Braucht kein Mensch. Gut, hast recht. Nee, gut, weiß ich Bescheid. Alles klärchen. Alles klar, an die Theke, wir hören uns, ne? Wir hören uns, mach's gut, Freddy. So, meine lieben Freunde, damit sind wir aber auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!